Ecapio Podcast, Folge 2. Heute führen wir ein Interview mit der Biologin Jutta Kill über das Thema ökonomische Bewertung der Natur. Jutta, was steckt eigentlich hinter dem Begriff ökonomische Bewertung in Wertsetzung von Natur? Und kannst du uns ein konkretes Beispiel geben? Hinter dem Begriff ökonomische Bewertung von Natur steckt mehr, als wir erst einmal denken. Und zwar führt sie dazu, dass wir Natur anders anfangen zu verstehen. Ökonomische Bewertung von Natur definiert um, wie wir Natur verstehen. Sie macht Natur in einer unterschiedlichen Art und Weise sichtbar, wie wir sie bisher gesehen haben. Beispiel ist, dass heute oft nicht mehr von Natur gesprochen wird in der Diskussion um Naturschutz, um Artenschutz, um den Erhalt unserer Lebensgrundlage, sondern dass gesprochen wird von Naturkapital, von Ökosystemleistungen. Das heißt, Natur wird durch ökonomische Bewertung umdefiniert in einen Dienstleister, der uns eben Leistungen zur Verfügung stellt, und in einem nächsten Schritt wird Natur messbar gemacht, oder die ausgewählte Teile von Natur werden messbar gemacht, eben jene, die uns die Leistungen zur Verfügung stellen und für die dann Preise bestimmt werden können. Das heißt, ökonomische Inwertsetzung oder ökonomische Bewertung von Natur ändert Natur, gibt Natur einen ökonomischen Wert, macht sie, bereitet sie vor dafür, dass sie zum einen für Ökonomie sichtbar gemacht wird, aber damit eben auch vorbereitet wird für das Integrieren in Kapitalflüsse. Natur wird marktkonform gemacht. Das ist das letztendliche Resultat von ökonomischer Bewertung von Natur. Aber wäre die Sichtbarmachung des Wertes der Natur nicht eine Lösung, damit zum Beispiel Unternehmen endlich nachhaltig und ökologisch wirtschaften? Naja, Ökonomie hat Natur immer schon sichtbar gemacht, und zwar immer nur den Teil von Natur, an dem sie ein ökonomisches Interesse hat. Die Landvermesser im 15., 16. Jahrhundert und später haben Land vermessen, Boden geschaffen in messbaren Einheiten, und heute haben wir Bodenpreise. Die Botaniker der frühen Zeit haben Klassifizierungssysteme entwickelt, die es ihnen erlaubt haben, Baumarten als Arten zu bestimmen, Bäume, Vegetation als eine klare Art zu bestimmen. Damit ließ sich dann auch sagen, dieser Baum mit diesen Charakteristika hier ist eine interessante Holzart. Ich mache sie ökonomisch sichtbar und mache sie damit zur Ressource. Ökonomische Bewertung von Natur ist nichts Neues. Kapitalakkumulation hat immer darauf beruht, dass ich selektiv Teile von Natur sichtbar mache, sie ökonomisiere, sie vorbereite, indem ich sie messbar und identifizierbar mache für eine Inwertsetzung. Und diese Sichtbarmachung ist immer selektiv gewesen und ist immer unvollständig gewesen. Denn jedes Mal, wenn ich einen bestimmten Aspekt von Natur sichtbar mache, mache ich damit gleichzeitig auch andere Aspekte von Natur unsichtbar aus der ökonomischen Perspektive. Und alles das, was ich nicht messe und nicht in meine Definition aufnehme, hat eben nicht diese ökonomische Sichtbarkeit, die heute argumentiert wird, dass der Vorteil von ökonomischer Bewertung soll sein, dass endlich die Unternehmen und endlich die Konzerne und endlich Politiker den ökonomischen Wert von Natur sehen, weil wir in ihrer Sprache sprechen. Ich glaube, das ist eine Illusion. Sie haben natürlich immer schon den Wert gesehen, und es liegt auch nicht daran, dass Natur zerstört wird, weil wir ihren Wert nicht sichtbar machen, sondern weil es wirtschaftlich für die Unternehmen interessant ist, eben Natur nicht zu sehen und jetzt nur selektiv den Teil von Natur zu sehen, der in Zukunft
in Kapitalkreisläufe eingespeist werden kann. Internalisierung nicht von sogenannten Externalitäten, sondern Internalisierung von einem zusätzlichen Teil von Natur, der für Kapital interessant ist. Das ist in meiner Lesweise zumindest die logische Konsequenz von ökonomischem Sichtbarmachen. Ökonomisches Sichtbarmachen mit dem Interesse, es dann auch ökonomisch verwerten zu können, es dann auch zur Akkumulation verwerten zu können. So hat ökonomische Bewertung und ökonomische Sichtbarmachung in der Geschichte immer wieder funktioniert und es ist nicht nachvollziehbar, warum es dieses Mal anders funktionieren sollte. Seit dem Kyoto-Protokoll gibt es ja verschiedene Instrumente wie den Clean Development Mechanismen, CDM oder das REDD+-Waldschutzprojekt, was ja Instrumente sind, die bereits Natur in Wert setzen. Welche Probleme haben diese gebracht in den letzten Jahrzehnten? Ja, das Kyoto-Protokoll gibt es jetzt fast seit 20 Jahren, seit 1997 unterzeichnet. Das heißt, wir sehen in der ökonomischen Sichtbarmachung von Klimawandel die Konsequenzen dessen. Ein Problem wird, oder Klimawandel wird reduziert auf ein quantitatives Problem. Das ist der Ansatz des Kyoto-Protokolls. Zu viel Emissionen in der Atmosphäre, ein Mengenproblem, verursacht durch Marktversagen. Und die sich daraus logisch ergebende Konsequenz ist, dieses Marktversagen zu korrigieren. Die logische Konsequenz daraus ist, den Ausstoß von Emissionen zu bepreisen. Die Konsequenz daraus ist für unsere Debatte um Klimawandel, dass wir nicht über Macht und Interessen sprechen, sondern über Tonnen CO2, dass wir nicht sprechen über die Interessen, die Klimawandel verursacht haben und die am Anstieg von CO2-Emissionen hängen. Und dass wir zusätzlich dadurch, dass der Emissionshandel, der Handel mit Verschmutzungsrechten, ein zentrales Instrument für die Umsetzung des Kyoto-Protokolls geworden ist, der Clean Development Mechanismus zum Beispiel, dass nicht nur wir hier in Europa Klimawandel falsch diskutieren, so diskutieren, dass es den bestehenden Interessen, die aus dem Klimawandel profitiert haben, auch weiterhin davon profitieren. Und zusätzlich diejenigen, die im Süden schon direkt und oft fatal und katastrophal Klimawandel erfahren am eigenen Leib, gleichzeitig aber sehr wenig zu der Entstehung des Klimawandels beigetragen haben, eben nochmal zusätzlich unter den falschen Lösungsansätzen leiden. Wenn wir uns angucken, in vielen Ländern des globalen Südens, wo es solche sogenannten CDM-Kompensationsprojekte gibt, dann haben in einer viel zu großen Zahl von Fällen solche Projekte Konflikte um Land verstärkt. Haben solche Projekte zum Beispiel von Wald- und Klimaschutz, sogenannte REDD-Projekte. REDD steht für die Reduktion von Emissionen aus Waldzerstörung und Walddegradierung. Viele dieser REDD-Projekte fokussieren sich nicht auf die großen Ursachen von Waldzerstörung, beinhalten also nicht Maßnahmen, die Ausbreitung von Sojaplantagen verhindern. Sie fokussieren sich nicht auf Maßnahmen, die die Ausweitung von Viehzucht fokussieren, sondern sie sind darauf ausgerichtet, den Wanderfeldbau zu unterbinden und damit eben auch die kleinbäuerliche Nutzung seit vielen Generationen und oft Jahrhunderten auch nachhaltige Nutzung dieser Wälder zu verändern und den vom Wanderfeldbau abhängigen den Zugang zum Wald zu verbieten. Das heißt, die Leute, diejenigen, denen solche REDD-Projekte präsentiert werden, hören am Anfang
viele Versprechungen, dass dies ein Instrument sei, was ihnen Vorteile bringt und gleichzeitig ihnen erlaubt, ihren Beitrag zu leisten zum internationalen Klimaschutz. In der Realität zeigt sich dann sehr schnell, dass die Versprechungen nicht eingehalten werden und sie in der Konsequenz fast immer den Zugang zu einem Teil ihres Landes verlieren. Das zusätzlich sehr oft es zu einer Militarisierung der Gebiete kommt, denn wenn ein RED-Projekt umgesetzt wird, muss der Kohlenstoff, der dann verkauft wird als Emissionsgutschrift, auch bewacht werden. Denn er ist ja als Ware, als Produkt verkauft worden an jemanden in Deutschland, der sagt, ich bin geflogen, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich schon wieder ein Flugzeug benutzt habe oder mit dem Auto gefahren bin oder eine neue CD gekauft habe. RWE kauft auch gerne solche, nicht RED-Zertifikate, aber viele andere Emissionsgutschriften, die hier eine zusätzliche Emission kompensieren sollen. Und damit muss sie auch dort, wo sie zusätzlich eingespart wird, garantiert werden. Das heißt, viele RED-Projekte führen in der Konsequenz auch dazu, dass es bewachtes und bewaffnete Sicherheitskräfte gibt, die die Umsetzung der RED-Projekte kontrollieren und damit die Konflikte, die oft schon bestehen, sich nochmals verstärken.